Ja, viertes Adventskalender-Türchen. Vierter Tag im Dezember. 20 Tage noch bis Weihnachten. Ein kleines letztes Animal Crossing New Leaf. Willkommen, Amiibo, mit dem Zwergenfürst. Los geht's nach dem Intro. Ja, sag noch kurz mal was. Ich fange dieses Spiel nicht von vorne an. Ich spiele das aus der Mitte heraus. Ich spiele das offline ganz gerne. Es wird kein Let's Play werden. Das kann ich euch schon mal sagen. Es wird hier ein kleines Let's Test. Da werde ich euch ein bisschen zeigen, wie ich mir meine Stadt... Hier seht ihr sie schon ein bisschen. Zestopolis heißt sie, glaube ich. Errichtet habe. Und ja. Los geht's einfach. Ihr werdet sehen. Nach dem Intro. Und da ist auch schon Melinda. Hallo, Bürgermeister Zwerg. In Zestopolis ist jetzt 12.19 Uhr am Sonntag, den 4. Dezember 2016. Das ist korrekt, das ist die richtige Zeit. Also dann, sollen wir loslegen? Ja, kann loslegen. Ja, ihr merkt schon, die Zeit muss ein bisschen erschummelt sein, aber gut, damit es der richtige Tag ist. Los geht's. Ich habe alles vorbereitet. Viel Spaß! Jo. Wie schon gesagt, werde euch heute mal ein bisschen die Gegend zeigen. Das ist mein Avatar, den ich mir ein bisschen eingerichtet habe. Und es schneit sogar. Wie geil. Hier legst du eine tolle kleine Sache. Denn das ist ein Grammophon. Ne, ein Megafon. Zack. Ausrüsten macht man übrigens alles über den unteren Bildschirm, den ich euch jetzt nicht zeigen werde. Man kommt auch ohne zurecht. Das Wichtigste passiert wirklich auf dem oberen Bildschirm. Zack, aber das ist jetzt nicht wichtig, deshalb habe ich das dort abgelegt. Zack. Ich kann euch mal das Haus zeigen. Das ist schon ziemlich ausgebaut. Sieht ganz hübsch aus, eine richtige Let's Player-Bude hier drin. Hier sind meine Hausschuhe, ist mein Fürstenhut, meine Fürstenkleidung hier. Hier ist ein Orangenkarton, der steht da einfach so da. Ja, es ist ein bisschen unordentlich gerade hier. Da ist hier Gustav die Hausgrille. Ja, hier eine kleine Sitzecke, kann man sich hinplatzieren. Und da ist der Geist namens Buhu. Tada! Nun, dass du es weißt, ich kann nicht dieser Welt bleiben, wenn ich von niemandem Besitz ergreifen kann. Und das ist schon in Ordnung. Diese Lampe ist in größer, als es man von außen vermutet. Hast du zufällig ein Animal Crossing Amiibo und ein NFC-Lese- und Schreibegerät? Dann könntest du zunächst das NFC-Lese-Schreibegerät einschalten. Halte das Animal Crossing Amiibo des Bewohners, von dem ich Besitz ergreifen soll, auf dem Gerät. Bitte. Ja, ich habe so ein Gerät nicht. Wenn ich es mir mal besorgen sollte, kann man es hier an dieser Stelle benutzen. Da kann man dann ein Amiibo, was man besitzt, was mit diesem Spiel kompatibel ist, das Spiel aufnehmen. Ja, hier liegt ein Laubhaufen. Hier liegen ein paar Berliner auf dem Boden rum. Ja, ist halt ein bisschen... Kann man Licht machen. Licht wieder ausmachen. Ja, sein Zipsch hier am Spinnen sind schöne Sachen drin. Kann man Sachen drin speichern. Hier ist mein Bücherschrank, da liegt ein Stapel Bücher und hier mein schönes Zwergenfürstbett. Kann ich mich mal hier hinterm Schrank verstecken. Da hängt mein Zwergenmerch aus. Ja. Hier. Kann man sich an den Laptop setzen. Ein PC in der Ecke hier. Hier schwebt irgendwie ein Meteor in meinem Zimmer. Keine Ahnung, wie der hier hingekommen ist. Hier ein Filmreplik. Hier meine angenehme Couch, von der ich Vlogs aufnehmen kann. Hier mit wunderschönen Bildern im Hintergrund. Einige sind echt, einige sind ein bisschen fake. Hier noch ein Laptop. Hier die Zimmerpflanze Klaus.
Sag, hier geht's hoch. Dann werde ich auch noch ein kleines Zimmerchen. Hier, das ist meine kleine Operationszimmer hier. Hier ist ein OP-Tisch, kannst du. Da kann ich die Kranken operieren. Hier kann ich meine Werkzeuge rausnehmen. Und ja, hier ist ein Kühlschrank, auch die Mittelchen. Ja. Und da die Orgel spielen. Genauso funktioniert ein Operationszimmer. Ein mittelalterliches Operationszimmer. Lauscht der Orgelmusik. Ja. So viel zu meinem Zimmer. Ja. Licht an. Hopp. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ja. Aber schon rumpelig das Haus. Meine Stadt ist auch noch ein bisschen am Anfang. Ich spiele das schon lange, aber mir fällt es halt ein bisschen schwer, da ich das auch nicht regelmäßig spiele. Oh! Ein Coupon-Tausch. Terminal. Da kann ich mir einen Coupon abholen. Initiativen abgeschlossen, einen Coupon erhalten. Ja, diese Camping-Coupons kann man dann an einem anderen Ort eintauschen, wenn man dann genug hat. Oh, hier gibt es wieder ein paar Birnen beim Einsammeln. Jede Insel hat nur eine Art Obst. Man kann auch Obst von anderen Inseln holen, aber ja, das sind die perfekten 1A Birnen. Kann man alle mal einsammeln. Zack. Und dann kann man die unten stapeln. Die perfekten Birnen in Körbe. Und die normalen Birnen auch in Körbe. Ich kann schon mal hier unten zeigen. So sieht das Menü aus hier. Zack. Da sind die perfekte Birne. 1A Birnenkorb. Und hier ist der Birnenkorb. Ja, ein Spaten. Habe ich. Hier auch ein kleiner Kniff, den ich gelernt habe hier. Moment, nee, nicht hier, sondern hier. Da kann man die ganzen Sachen reinpacken als Geschenk. Man kann jetzt hier zum Beispiel den Spaten nehmen und hier zack hinpacken, dann ein Geschenk wieder entfernen und dann hat man die. Kann man die ablegen, um dann halt viel zu sammeln und dann halt ja, die Karte und dann halt ein bisschen, um dann halt nicht so einen vollen Inventar zu haben. Ach, hier sind die Äpfel und die Sternfrucht, wie sie heißt, habe ich mir von anderen Inseln hergeholt. Die Apple habe ich von einer anderen Insel geholt und die Sternfrucht, die kann man dann später freischalten. In die Summerschienen Äpfel sammeln, damit wir hier eine andere Frucht haben. So, hier mal stapeln. Man kann Obst nämlich stapeln hier. Zack, hier mal runter. Da mal aufsammeln. Das dauert hier ein bisschen. Ich kann es ja mal ein Timelapse machen. Falls es zu lange wird. Das ist dann so ein bisschen halt eine Sache, die sich halt für den ja, Part halt nicht wirklich lohnt, weil es ist halt viel wirklich so eingesammelte und verkaufe und sowas. Es hat halt wirklich nicht viel Action, Schmeckchen für ein Let's Play. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier mal schön stapeln. Und man kann immer nur 9 übereinander stapeln. Den Rest muss man dann im nächsten Korb stapeln. So, ich sammle hier nochmal die 3 hier ein. Wenn die Tasche voll ist und das Inventar voll ist, muss man einen fallen lassen oder was tauschen, weil passt nicht mehr als das Inventar in das Inventar. So, noch ein paar.
Birnen, hier sind auch noch ein paar Birnchen. Da ist ein hübscher Brunnen. Ein hübscher Dorfbrunnen hier. Dann könnte man eventuell Wasser schöpfen, wenn der Brunnen nicht ja, trocken wäre. Hier ist eine verdorrte Blume links neben mir. Auch wunderschön. Hier mal ein bisschen einsammeln. Ja, hier wunderschöne Körbe hier. Körbe voller Früchte. Das ist auch immer wieder schön. Und hier unten ist ein Strand. Da gibt es auch manchmal Früchte. Ja, zack. Hier gibt es Bananen. Auch im Winter, wenn es schneit. Und Kokosnüsse. Grüne Kokosnüsse. Die werde ich jetzt nicht alle einsammeln. Kann ich mal hier unten zeigen. Habe ja schon einen ganzen Vorrat voll hier. Das sind Birnchen. Das sind perfekte Birnchen. Dann ein Apfel. Der gehört noch hier hin. Zack. Dann kann das dann hier hin. Dann habe ich hier Birnen. Hier ist noch ein Birnenkorb. Hier sind Äpfel. Hier sind Durianfrucht. Und hier ein Kokosnusskorb. Gut. Dann werde ich den Baum mal den Korb geben und mal ja, nicht weiter einsammeln. Das mache ich dann offscreen. Und ja, werde jetzt mal die Dinge ins Verkaufen. Ah, da ist schon der erste Dorfbewohner. Wollen wir mal sprechen. Babsi, sei gegrüßt, Zwerg. Pack dich immer schön warm ein. Es ist eiskalt. Ja, es ist wirklich eiskalt zu dieser Zeit draußen. Wolltest du etwas mit mir besprechen? Ja, lass uns einfach quatschen. Jedes Jahr um diese Zeit stimme ich mich auf den Spielzeugtag ein. Dieses Jahr möchte ich von Weihnachtsmann gerne eine geschmacksvolle Tapete bekommen. Oh, Geschenke, stimmt. Geschenke sind ja auch in 20 Tagen dann wieder dran. Ob das der Spielzeugtag ist? Oh, da ist noch wer hier. Können wir mal mit allen sprechen. Ronny, Dachchen, Zwerg, ha, 10. Zehen schon abgefroren. Dorfte. Zieh dich bloß warm an, Kamerad. Wir wollen nicht, dass du dich erkältest, Dorfte. Was ist? Alle gut im Dorfte? Nein, nein, nicht. Umso besser, Dorfte. Man kann sich, wie ihr seht, auch schon ein paar Begrüßungen und so ausdenken, ein paar Wörter denen in den Mund legen. Hashtag Paluten, alle gut im Dorfte. Was kann ich für dich tun? Ich möchte etwas verkaufen. Hier in der Wundgrube kann man übrigens Sachen verkaufen oder dort ausstellen, damit sie dann versteigert werden. Apfelkörbe, so alle mal verkaufen für saftige. Mal gucken. 21.460 Sterne. Ja, ich habe gerade die reiche Stadtverordnung eingeführt, sodass ich ein bisschen mehr Geld dafür kriege. Hier kann man dann auch hier seine Sachen verschönern lassen. Tag Zwerg! Was gibt's denn, Jungchen? Oha, du hast also was für mich. Na dann, lass mal gucken, ob was Brauchbares dabei ist. Nö, das war nix. Tut mir leid, Jungchen. Ja, hier kann man seine Möbel aufhübschen lassen. Oh, was willst du? Tipsy. Ich freue mich stets, wenn ich durch Zufall die Kostbarkeit in Laden aufspüre. Ja, hier sind viele Kostbarkeiten zu finden. Hier kann man alle kaufen. Hier habe ich auch was ausgestellt. Das hatte ich doppelt hier, das Filmreplik. Habe ich für teuer Geld angeboten. Dieses Schwert bietest du momentan für 70.000 Sternis zum Verkauf an. Nee, ich möchte den Preis nicht ändern. Es war Wucher, aber das ist ein echtes Filmreplik. Also, schön kaufen. Guck mal zum Vergleich. Diese Orient Parvent wird von Sandrina angeboten für 1.350 Sternis, also das ist so der Normalpreis. Hier ist so mit 70.000. Ja, ist halt teures Zwergenfürstgut. Das wurde vom Zwergenfürst persönlich gesponsert. Und das ist halt nicht so billig zu kaufen. Ist halt fürstliches Material. Denkst du, das kriegst du hier umsonst oder was? Eine neue Nachricht. Was man immer sieht, wenn der Vogel dort umlandet. In Zetopolis hat ein neuer Club mit Lawine. Was mit Lawinenmusik? Genau, Lawinenmusik. Das habe ich jetzt erfunden. Lawinenmusik.
Das müssen wir mal spielen, Lawinenmusik. Das klingt dann ungefähr so. Ja. Lawinenmusik. Ja, Mann, komm, lesen wir nicht weiter. Ich kann nicht lesen, das wisst ihr. Da drüben ist der Bahnhof, dort kann man in andere Städte reisen, wie man den möchte. Hier ist der Club. Club mit Lawinenmusik. Zack, ich gehe mal rein in den neu eröffneten Laden, den ich sogar selbst noch nicht kenne. Oh. Hör mal, du kannst hier doch nicht einfach reinplatzen, während ich gerade Club sauber mache. Herr Bürgermeister, danke für deine Unterstützung, die du mir zukommen lässt. Danke, deine Hilfe habe ich es geschafft, meinen eigenen Club zu öffnen. Im Moment stecke ich noch in den Vorbereitungen, aber hier steigt bald jeden Abend ein Musikevent. Wollte ich gerade sagen, es ist hier ziemlich still für einen Club. Ab 20 Uhr heute Abend spielen wir die ganze Nacht deine Lieblingssongs bei unserem DJ-Party-Nacht. Aber sag doch erstmal, wie gefällt dir der Laden erstmal? Ist die Bühne nicht richtig Wahnsinn? Ist zwar ziemlich wählerisch, aber... ...bei der Festlegung des finalen Designs hat Heidi Geld gekostet, sie so hereinzubekommen, weil sie gerne haben wollte. Aber es hat sich gelohnt, ich wäre selbst gerne mal auf einer Bühne, wie sie so auftreten. Du weißt es vielleicht nicht, aber vor vielen Jahren habe ich selbst auf der Bühne gestanden und als Musiziert, ich wäre ein Kabarettist. Ist zwar schon lange her, aber wenn ich auf einer Bühne stehe, packt mich immer noch das alte Fieber. Das ist wohl auch der Grund, warum ich heute noch ganz gerne meine Witze zum Preis gebe. Ach, ich könnte dir ein paar von meinen erzählen, wenn die Nachmittag nichts los ist. Geld verlange ich dafür natürlich nicht, aber ein paar kleine Geschenke wären schon sehr schön. Mit Essen jeder kannst du mir immer eine Freude machen. So machen wir es. Komm einfach vorbei, wenn immer dir danach ist. Wow, der quasselt aber wie eine... Alter Schwede, was ist denn los mit dem? Oh, und hier stehen... Gyroiden. Möchtest du diesen Gyroiden umtauschen? Nein, danke. Gyroiden, ich bin schon sehr gefreut darauf. Ja, das Plappermaul ist hier noch drin. Ja, dann werde ich mal heute Abend reingucken. Werde es dann allerdings nicht aufzeichnen. Ja, hier kann man... Hier ist die das Schlummerhaus. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Hier wird nicht so lange geredet. Sirenada. Willkommen in meinem beschaulichen Schlummerhaus. Schön, dass Sie hier sind, um sich einer kleinen Auszeit vom Alltagsstress zu gönnen. Ja, hier kann man sich in das Bett legen. Hier, kann ich mal zack zeigen kurz. Möchten Sie schlummern und träumen? Das Angebot für nur 500 Sternis zu haben. Zack, ist er schon im Schlafanzug. Und dann wird sie schlafen. Entspannen Sie sich. Ich werde das Licht dimmen. Ein kleiner Tapir. Zwei kleine Tapire. Drei kleine Tapire. Vier kleine Tapire. Fünf kleine Tapire. Sechs kleine Tapire. Sieben kleine Tapire. 3 Uhr 28 nachts. Was? Hab ich nur geträumt? Wo war ich? Oha. Einen wunderschönen guten Morgen. Haben Sie gut genächtigt? Und wie? Es war eine wunderschöne Stadt. Das freut mich ungemein. Kommen Sie wieder, wann immer Sie es für richtig halten. Kann ich mal zeigen. Da kann man auch die Schlummeranschrift angeben. In seinem... Zack. In seinem Ausweis. Fürst auf Zetstopoulos. Hier ist die Schlummeranschrift. Falls ihr die sieht, da könnt ihr, wenn ihr das habt, dann auch meine Stadt besuchen können. Kommen. Die kann man dort ins hier registrieren lassen. Dann kann man das Bett ansprechen und dann kannst du dort deine eigene Adresse machen. Lassen. So. Ich habe hier schon ziemlich lange hier. Hier ist ein Supermarkt, den man erst ausbauen muss. Hier man ganz viel in dem Laden einkauft. Hier
ist der Warenladen für Blümchen und Gartenabteilung. Von Gerd, willkommen! Ich kaufe mir ein Bäumchen, weil ich muss noch ein Bäumchen, ganz viele Bäumchen pflanzen, damit der ausgebaut wird. 72 Sternis. Das ist es mir wert. Zack, schau mal wieder rein. Immer wieder gerne. So, hier ist der Möbelschneiderei. Da gehe ich am liebsten shoppen. Hi, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Ja, hier habe ich meinen Merch ausgestellt. Hier. Und da hinten auch ein Kleid für Frauen. Kann man sich mitnehmen, wenn man in meiner Stadt ist. Hier gibt es ganz viele Sachen zu kaufen. Hier eine Maske. Eine Clownsmaske. Hier gerade zu Fasching, wo es am 11.11. begonnen hat. Anprobieren. Zack. Erkennt man mich gar nicht mehr. Nee. Lass mal lieber bleiben. Lass stecken. Brauche ich nicht. Gibt es dann solche Mütze? Hier eine Russenmütze. Nee, eine Jägermütze. Mal anprobieren hier. Zack. Statt dem Zylinder. Ja. Geht doch. Aber ich behalte mal lieber meinen Zylinder an. Ja. So sieht's aus. Hier heute eine kleine Rundführung durch die Stadt. Hier ein kleiner Schuhladen. Kannst du dir Schuhe kaufen. Musst aber erst verdienen. Am Anfang ist nur ein paar Läden. Also, nee, ich will gerade keine Schuhe kaufen. Nur ein kurzer Blick da rein. So, schneit immer noch draußen. Ich hoffe, es liegt bald Schnee hier. Die Bank, hier gibt es Immobilien. Du kannst dein Haus erweitern bei Immonuk. Ich kann mal reingehen. Haus größer machen. Willkommen, willkommen! Ja, hier kann man sich eine Außenfassade kaufen. Hier Briefkästen und so weiter, alle was da. Hier kann man sein Haus bewerten lassen. Ich will es vergrößern, kann man dann klicken. Tut mir leid, aber solange du deinen Kredit nicht abbezahlt hast, kannst du keinen neuen Auftrag annehmen. Ja, ist klar. Stimmt, ich hab noch. Das kann ich im Geldautomaten tun. Hier, Haus bewerten. Fred, hey, du! Hier ist die Akademie des schönen Hauses. Warum? Schöner wohnen, warum? Wohnst du auch? Willst du schöner wohnen? Läuft, zack, wir packen uns an. Wir kommen vorbei. Wir bewerten die Inneneinrichtung. Ob gut, ob schlecht, ob hässlich. Alles diskret, passt, zack. Wie im Haus kriegst du gar nicht mit. Also, du Zwerg, was nun? Ich möchte meinen Bericht, bitte. Na gut, du willst deine Wertung hören. Hm. Heute Morgen hast du sage und schreibe 7.285 Punkte. Hey, du Zwerg, dein Zuhause, ein Geschoss, absolut. Das ganz Licht in deinem Haus hat was. Joa. Ich habe ein bisschen viel gezeigt hier. Da links gibt es noch ein Museum, was ich jetzt nicht zeigen wird. Da gibt es noch ein ADSH-Musterdorf. Dort kann man seine Häuser ausstellen. Was vielleicht wichtig wäre zu zeigen, ist das hier, was dort ist. Das ist jetzt in dem neuen Update Animal Crossing Welcome Amiibo. Zu sehen hier der Campingplatz. Mit einem Lagerfeuer. Abends ist das Lagerfeuer hier mal an. Vögel sind hier. Wunderschön. Ja, Hawaii, der Camper. Ja. Und hier kann man dann immer. Und da ist jeden Tag wer anders drin. Und da kann man dann mit Camping-Coupons Sachen bestellen. Ja. Ja, verschiedene Dinge halt hier. Gerade Karneval-Sachen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, kostet immer ein paar Camping-Coupons, die man durch Aufgaben verdienen kann. Aufgaben kriegt man über
das Profil. Aber das soll auch heute nicht mehr passieren. Ich mache hier Schluss und sage, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht zu lang gelassen. Und ja, hier bei meinem Haus sage ich euch Tschüss. Bis zum nächsten Video, was dann morgen kommt. Bis morgen. Morgen ist der 5. Ja. Haut rinne. Hier ist noch links ein Video verlinkt von einem anderen nice Let's Player. Rechts eins von mir. Schaut euch beide an. Abo dalassen. In der Mitte. Falls ihr neu seid, ein Däumchen nach oben. Soll es euch gefallen haben. Und dann noch einen wunderschönen Tag haben. Morgen einen schönen Adventssonntag. Und dann haut rinne.